Willst du es herausfinden? Und das ist der Doktor. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie diese Rasse hier heißt, aber sie, die sind wirklich so rund, ne? Ich gebe dir alle möglichen Dinge, wenn du willst. Nein, danke. Das ist Shu Iwami, hä? Oh, wir haben Sugar Plum Dance im Hintergrund laufen. Das ist schön. Das ist ein Partridge. Okay, der Schuldoktor, Schularzt. Er ist etwas creepy in Person und hat einen schlechten Ruf unter den Schülern. Jeder weiß, dass man, dass selbst das, jede Unterhaltung mit ihm dich mit Aspergillus, Psittacosis oder, also mit Krankheiten infizieren könnte. Also das sind tatsächlich vogeltypische Krankheiten. Also Psittacosis auf jeden Fall. Aber Psittacea sind, na, Parrots. Wie heißen die denn auf Deutsch? Papageien. And I never heard him come in the door. Also ich habe auch nicht bemerkt, dass er überhaupt zur Tür reinkommt. Das ist ein Ninja-Doktor? Du siehst nicht so aus, als hättest du einen guten Grund hier zu sein. Brauchst du etwas? Ich habe gehört, dass Ryota Kawara von Klasse 2-3 hier sein sollte. Der ist bereits gegangen. Und ich frage mich jetzt, warum er nicht zu mir gekommen ist, bevor er nach Hause ist. Es tut mir leid, Sie gestört zu haben. Ich gehe jetzt lieber. Endlich raus aus dieser Höhle des Bösen. So, Ryota ist also bereits nach Hause gegangen. Was mache ich jetzt? Oh, bin letztes Jahr keinem Club beigetreten. Das ist tatsächlich auch sowas, was ich nur aus Japan kenne, diese Club-Activities. Vielleicht sollte ich mir mal ein paar der Optionen ansehen. Ich denke, es gibt Clubs für Baseball, Fußball, Track, weiß ich nicht. Ist das Suchen? Ist das so Outdoor-Gedöns? Kendo? Migration und Birdwatching. Birdwatching hört sich doch gut an. Gab es da nicht noch einen? Egal. Ich versuche es mal beim Track-Team. Okay, ja, yeah, I ran a middle school. Okay, also doch sportliche Aktivitäten, ne? Und es ist immer lustig, die Vögel herumspringen zu sehen. Ich denke, der Clubraum ist im Erdgeschoss, irgendwo an der Seite. Eine weiße Taube. Ja, ist having a tantrum outside. Hat gerade einen Wutanfall draußen. This is no pudding for a man. Das ist kein Pudding für einen Mann. Okusan verweigert es. Es ist eine Lüge. Vicious falsification. Okay, aha. He's dancing around, okay. Er tanzt auf einem zerschmetterten Pudding? Das ist nicht sehr nett gegenüber dem Pudding. Und wir haben hier Okusan, der nicht als Mensch auftaucht. Er sieht vielleicht nicht danach aus, aber er ist auch eine Fantail-Taube. Denke ich. Wie auch immer. He's hyper. Er ist energetic. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Er hat viel Energie. Okay, Okusan has suffered a deception most vile, a wretched betrayal. Okay, er fühlt sich verraten und hintergangen. Und er sagt, er hatte instruiert, also den Auftrag gegeben, Pudding be provided for new members. Also, dass Pudding für neue Mitglieder bereitgestellt werden soll. Aber das ist kein Pudding. Also scorned, betrayed. Okay, dragged into the street and shot by those he trusted most. Aha, er übertreibt gerade. Also, ja. It's squished and filthy, but the thing under his feet looks like a normal store-bought pudding. Also, es ist alles zerquetscht und es ist eine echte Schweinerei, aber es sieht nach normalem Pudding aus, den man irgendwo im Laden gekauft hat. Was ist denn falsch daran? Spare the jests, young lady. Okay, Okusan hat mir gerade seinen Flügel ins Gesicht geschlagen.
They'll rue the day they crossed Okusan. Also, sie werden noch den Tag bereuen, an dem sie mich hintergangen, an dem sie ihn hintergangen haben. Hanged, shot at dawn, okay. Er wird sie bei seinem Untergang hingerichtet haben, um es abzukürzen. Und er ist anscheinend auf der Suche nach dem wahren Pudding und muss dafür trainieren und geht jetzt wieder. Das heißt, das war der Racing Club, also der Runners Club. Er ist ein guter Läufer, aber was hat das mit dem Pudding und dem Track Team zu tun? Und das war der erste Tag des ersten Semesters an St. Pigeonations. Okay, und heute wird der Class, also der Class Council, gewählt, also der Klassensprecher. Und wie wir wissen, verlangt es die Schule nicht, dass wir irgendeiner Clubaktivität beitreten. Wenn wir wollen, können wir, aber wir müssen nicht und können nach der Schule dann nach Hause gehen, statt Clubaktivitäten nachzugehen. Und Okusan schreit gleich, er hat nur Zeit für das Track-Team. Und jetzt fragt er Shirogane, also Sakuya, welche törichte Frage, ich habe bereits eine Position hier. Und er ist der Schülerpräsident. Okay. Don't we get to vote? Nepotism, huh? Und Ryota sagt auch, einfach nur zur Schule zu kommen reicht ihm. Und anscheinend muss er auch auf seine Mutter achten und sie nach der Schule pflegen und all diese Dinge. Ich frage mich, was ich tun sollte. Sollte ich Student Council, Track Team, Library Stuff? Ich würde gerne dem Library Stuff joinen, weil ich das bin. Okay, that's everyone, isn't it? Okay, das waren alle. Viel Vergnügen. Das heißt. Okay, Stats Wisdom, Vita und Charisma. Wozu brauche ich das jetzt? Das ist ein. Okay, today's an elective day. Was sollte ich tun? Attend. Oh mein Gott, kann ich bitte der Musikklasse? Ich bin nicht schlau. Deshalb gehe ich mal zur Musik. Wir sagen Vogelmelodien. Es war etwas ermüdend, aber zusammen zu singen ist lustig. Also macht Spaß. Habe ich jetzt irgendwas hier gewonnen? Ich glaube nicht. Aber ich habe aufgelevelt. Charisma ist um 5 gestiegen. Das heißt, ich habe Charisma als 10. Okay, das war die richtige Entscheidung, Musik zu machen, weil ich in Mathe echt nicht gut bin, scheinbar. Also mit Wisdom 1 kann ich gar nichts. Okay, ich habe heute Thekendienst. So langweilig wie immer. Die Bibliothek hier scheint nicht sehr beliebt zu sein. Ob es daran liegt, dass es hier nicht genügend Bücher gibt. Allerdings ist das Ganze im 5. Stock. Also zumindest ist der Ausblick schön von hier. Und hier nur zu sitzen und Däumchen zu drehen ist schlecht für mich. Ich wünschte, irgendwer würde kommen und mich zumindest irgendwas fragen. Aber es ist niemand hier. Und ich frage mich, ob es in Ordnung wäre, früher zuzumachen. Ah, ich wünschte, ich könnte einfach nur meine Flügel spreizen und davonfliegen. Planst du etwa vom Gebäude zu springen? Das Fenster hier ist sehr geeignet dafür, Miss Rezeptionistin. Ah, da ist er, da ist Nageki wieder. Seit wann bist du? Ich war schon die ganze Zeit hier. Ich habe ihn nie bemerkt. Er ist fast so schlimm wie der Doktor. Du denkst, ich habe überhaupt keine Präsenz, richtig? Ist in Ordnung, das weiß ich bereits. Du scheinst diesen Ort sehr zu mögen. Ja, ist das ein Problem? You should go outside. Nein, Bücher sind in Ordnung. Finde ich auch. Warum trittst du nicht dem Bibliotheksteam bei? Du könntest lesen, wann immer du möchtest. Das tut er bereits. Touché. Du solltest nicht faulenzen, Frau Rezeptionistin. Okay, und damit verschwindet er mit einem Buch zwischen den Stapeln. Was für ein merkwürdiger Vogel.
Okay, daheim zu sitzen ist so entspannt. Ich wohne in einer Höhle. Ich habe keine Tür, ich habe nichts, ich habe kein Bett. Ich dachte, ich bin kein Vogel, sondern ein Mensch. Okay, morgen ist der Klassenwandertag, nenne ich es jetzt mal. Oh, Wandertag, so ein Scheiß. Ich habe das immer gehasst in der Schule. Sollte ich etwas vorbereiten? Wir werden nicht so weit gehen. Also muss ich nicht, aber Gesundheit an erster Stelle. Ich denke, ich habe noch Udon. Also werde noch ein bisschen Udon essen und dann ins Bett gehen. Also die Udon-Nudeln. Okay, ja, heute. Also 21.04. haben wir. Okay, das sind die Tage scheinbar. Also gut. Heute ist der Wandertag. Wir haben für eine Pause an einem Hügel halt gemacht. Mit wem sollte ich sprechen? Wir reden mit Ryota, Sakuyas. Wer ist denn San und Kazuaki? Also, Ryota ist unser Best Buddy. Sakuya wird nicht mit uns reden. Kazuaki, so, es ist der Lehrer. So, wir reden mal mit dem. Okusan. Oh nein, ich habe Okusan gewählt. Wir reden mal mit Okusan, der Puddingvogel. Ich frage mich, wohin er gegangen ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir hier Rast gemacht haben. Er ist nicht hier. Der Pudding ist nicht hier. Ah, da ist er. Er ist verschwunden? Hast du ihn mitgebracht zum Lunch? Nein. Okusan glaubt, dass der wundervolle Pudding auf dem Wandertag gefunden werden konnte oder könnte. Gibt es denn einen Pudding, der hier in den Bergen lebt? Okusan wird nun andernorts nach dem Pudding suchen. Und damit ist er schon wieder weg. Was für eine Art von Pudding sucht er überhaupt? Okay, wieder ein Tag, wo ich mir aussuchen kann, was ich machen kann. Also ich könnte mein Charisma hochkriegen. Gym Class wird bestimmt die Vita irgendwie beeinflussen, weil ich Math Class, ich bin einfach nicht schlau, ne? Wir gehen noch mal zu Music Class. Hallo. Manchmal nimmt er das nicht so ganz, ne? Music History Lesson, also Musikgeschichte. So viel nachdenken über die Bachs. Fall off the handle. Handle, but this is what Mozart is all about, I guess. Aha, okay. Also, wir haben heute Historie, Musikhistorie gehabt. Ich frage mich, wie sich diese Perücken angefühlt haben. Ptarmigans on their heads. Ich weiß nicht, was Ptarmigans sind, aber es sieht so aus, als würden sie diese auf den Köpfen tragen. Willst du dich etwa wie die großen Meister lustig machen, du Lobon Philistin? Also ich hier niederes Wesen, nenne ich mich einfach mal. Okay. Charisma increased by 5, also gut, wir kriegen das 15 Charisma. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist mal, ne? Also, ich denke, ihr seid euch das allen bewusst, aber das Sportfest steht vor der Tür. Bitte denkt darüber nach, was ihr tun wollt. Okay, wenn es im Herbst wäre, würde es mit dem Cultural Festival, also dem Kulturfestival, kollidieren. Was macht denn Ryota? Ryota, I haven't decided yet. Das Dreibeinrennen. Irgendwer muss ja. Okusan wird den Marathon übernehmen. Und ja, du hast ja sehr viel Ausdauer, Okusan. Was ist mit dir, Sakuya? Oh Gott, warum rede ich mit ihm überhaupt? Du kannst doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich in irgendeinem dummen Rennen mitmache, oder? Es ist ein Sportfest. Gibt es da irgendetwas, das kein Laufen involviert? Wie wäre es denn mit Cheerleader sein? Also, the General, in other words. Very well, leave it to me. Ah, der Anführer, in anderen Worten. Also, überlasst es mir. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint war. Naja. Okay, das First Aid Team braucht immer Leute. Also das was ist denn das Erste Hilfe Team? Ich könnte vielleicht dem Erste Hilfe Team beitreten. Das ist alles für heute. Wunderbar.
Also, Ryota macht das Dreibeinrennen, Okusan den Marathon und Sakuya der Cheerleader. Yuya might be running the first aid tent. Also, Yuya macht das Erste-Hilfe-Zelt. Was sollte ich tun? Ich muss darüber nachdenken. Ich dachte jetzt eigentlich, ich darf meine Auswahl treffen. Naja, wohl nicht. Okay, heute ist das Sportfest. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was soll ich denn machen? Okay, go to the Thillag Race, Marathon, Cheerleader, First Aid Tent, Library. Oh, ich würde am liebsten echt in die Bibliothek gehen, aber ich glaube, ich muss mal First Aid Tent nehmen. Okay, da ist Yuya. Salutations. To gaze into my eyes, mon ami. Ja, natürlich. Ich bin nur gekommen, dir in die Augen zu sehen, mein Liebster. Ich hatte gehört, dass das Erste-Hilfe-Team Leute braucht. Salutations. Natürlich. Alles nur für die Medizin. I must work harder to prove my love. Okay, will er Mediziner werden? Will er mal Medizin studieren? Okay, wie auch immer, ich bin froh, dass du da bist. Wie du sehen kannst, haben wir sehr viel Arbeit zu tun. Okay, das Hindernislauf ist immer problematisch und verursacht einen Haufen Verletzte. Warum benutzen wir auch ein Spiel, das für Menschen gemacht ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, meine Liebste. Ich vermute, es ist Tradition. Wo ist der Arzt? Sollte er nicht auch hier sein? Er ist dort. Okay, er ruht sich im Schatten eines Baumes aus, in einiger Entfernung. Und es sieht aus, als würde er irgendwas aufschreiben, also sich Notizen darüber machen, über die Leute, die am Rennen teilnehmen und wie gut sie sich schlagen. Was macht er dort drüben? Er möchte seine Girlish Complexions, okay. Er möchte nicht seine femininen Züge ruinieren, wenn er in der Hitze arbeitet. Er macht das jedes Jahr. Schreibt er sich da etwas auf? Viele der Vögel, die graduating from the school, die Promo, wie heißt das? Promovieren? Nee, also die halt fertig sind mit der Schule, ne? Werden halt von Profisportlern Teams gescoutet. Also sieht er vielleicht, schreibt er sich vielleicht auf, welche davon besonders vielversprechend sind. Oh, sie haben angefangen. Wir werden gleich sehr beschäftigt sein. sei bereit, mein Mon ami. Okay, also habe ich das ganze Sportsfestival über ja, es wird Patching Up Damage Doves with Yuya. Okay, also zusammenflicken von Tauben. Ja, schön. Ich habe etwas über Erste Hilfe von ihm gelernt, also war die Zeit ganz gut genutzt, denke ich. Okay, das ist jetzt die erste Barriere, also das erste Hindernis für alle Schüler, die es bis hierhin geschafft haben, die Midterm-Exams, also die Halbjahresexamen, die ich im Übrigen auch nur von Ausbildung her kenne und nicht von Uni. Wie gesagt, ich habe nie irgendwas studiert, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Weil das scheint eine normale Schule zu sein und ich weiß, in Japan ist es üblich, dass es so Midterm-Exams gibt pro Jahr. Okay, wir bekommen sie heute zurück. Ich glaube nicht, dass ich mich gut geschlagen habe. Okay, you worked hard, keep going like that and you'll do just fine. Okay, wenn du so weitermachst, dann ist alles in Ordnung. Eines Tages könntest du mich übertreffen, das würde ich gerne sehen. Okay, anscheinend habe ich es doch geschafft und mich doch nicht so ganz so dumm angestellt. Und Herr Nanaki scheint sehr zufrieden mit mir zu sein. Okay, da das Festival und die Midterms vorbei sind, gibt es nichts, worauf man sich freuen kann, außer die Sommerhitze. Tauben riechen etwas lustig, also merkwürdig, wenn es so feucht wird wie jetzt. Okay, da sind einige Vögel vor dem Lehrerzimmer. Was machen sie denn da? Und da ist auch Julia. Julia, was geht hier vor? Take my web hand into yours. Give me a spin.
make all my ding-dong dreams come true tonight. And when we're there, we'll feel lighter than air.